So, hier, guck mal, wie er in der Kammer steht mit dir. Jetzt wir, das ist der. Wer bist du? Ja, der Herr, der sich versucht, um alles zu kümmern und nichts zu laufen kriegt. Im Sinne, das hat er selber gesagt. Er hat seinen Computer ganz kaputt gemacht, weil jetzt haben wir nur noch einen Blackscreen statt einen Bluescreen. Ob das nun besser ist, wissen wir natürlich auch nicht. Ja, nee, er gibt sich fleißig, redlich Mühe. Auf alle Fälle ist schon den zweiten Tag hier, muss man dazu sagen. Und jetzt ist es auch schon wieder um 17 Uhr bald. Ja. Und wir kommen nicht vom Fleck. Wir hatten einen ganz kurzen aufzuckenden Stream sozusagen. Und das war eigentlich der Teststream kurz bevor alles jetzt okay gewesen wäre. Ja. Wäre da nicht erneut der Bluescreen gekommen und hätte alles weggefressen. Und mitten im Stream alles abgebrochen. Das war eine Katastrophe. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht hat einer von euch Erfahrung oder was. Damit habe ich ja schon tausendmal gesagt. Wie ist das? OBS? Was kann sich noch in die Quere kommen? Das OBS mit Windows, irgendwie irgendwelche Konflikte oder irgendwas. Windows Update haben wir gemacht. Beziehungsweise ein ganz neues Windows drauf. Ja, und genau. Alles ist neu aufgesetzt. Und es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Mitten im Stream abgebrochen, das war's. Und deswegen weiß ich nicht, ob heute Abend jetzt noch, also beziehungsweise gestern oder wann auch immer ihr das hier sehen werdet, wann, ob da noch ein Stream kommt. Vermutlich nicht. Und wenn doch, lösche ich hier alles und ihr kriegt davon ja nicht mit. So einfach ist das. Und da habe ich natürlich alles selber repariert, ist ja logisch. Dann schreie ich irgendwie in den Federico, den schreie ich hier raus aus der Nummer, sag hier, das ist genau mein Verdienst, na, sag mal, wa? Was soll denn das da? Kriegt ja keiner mit, ist ja halt schön, man kann ja schneiden und immer alles aus dem Kontext reißen. Nee, mag ich natürlich nicht, ist auch scheiße, ja, für mich, interessiert mich alles gar nicht. Ich kann ja mit sowas eh nicht umgehen, habe ich auf dir noch gesagt. Also, das ist einfach Fakt und das muss man auch wissen. Jeder muss wissen, was er kann. Ganz wichtig im Leben. Und alles andere sollte man die Finger von lassen, wenn da was kaputt gehen kann. Probieren kann man viel, aber man kann halt auch viel kaputt machen und das überlasse ich doch lieber den Leuten, die mit professionell kaputt machen können. Da steht er. Ich mache gerade alles professionell kaputt. Reißt er hier meinen Computer auseinander. Ja. Er versucht jetzt krampfhaft Knöpfe zu drücken, um dass der Monitor wieder anspringt. Das schafft er nicht. Nee. Weil ich habe nämlich die Fernbedienung in der Tasche und drücke mal aus. Ja, genau. Ansprüche. Ah, jetzt da! Jetzt nehmen wir den Displayport, mal schauen. Ansonsten müssen wir die Grafikkarte nochmal ausbauen, gucken, ob die Onboard-Grafikkarte noch greift. Dann wissen wir, dass das ist doch die Grafikkarte. Das ist doch die Grafikkarte. Und die 400 Euro gebraucht kostet, was ich natürlich nicht gebraucht denn niemals kaufen würde. Genau, und das machen wir jetzt. Jetzt bauen wir nochmal aus, weil jetzt will er nämlich gar nicht mehr. Gehen. Und jetzt muss die Grafikkarte wieder raus. Also Grafikkarte wieder raus, das ist jetzt das vierte Mal raus auf alle Fälle. Naja. So, da haben wir das gute Stück. Den kleinen Boliden. Das kann man jetzt noch als Mordwaffe verwenden oder als Gurkenschäcksler, als Schäler. Schauen wir mal. Hier. Das gute Stück, das ist ein gutes Jetstream Pro GeForce GTX 89 Ti. Wer hat so ein Ding noch neu rumliegen, bitte gerne zuschicken. Einfach alles vom Palit. Ja, ich meine, was kostet so ein Ding dann neu? 6, 7, 800, 900 Euro wahrscheinlich neu, wenn er ja braucht, doch 400 kostet. Also, ich stelle ihn einfach bei eBay drin. Für 500. Weil er kommt ja aus dem Fahrradsalon, ich mache noch ein Autogramm drauf. Naja, abwarten. Also man weiß es ja nicht, vielleicht ist das Ding völlig in Ordnung, ihr baut das Ding ein, es läuft und lacht euch kaputt über mich. Ja, nee, aber vorher teste ich es bei mir dann, ob das wirklich kaputt ist. Die ist nicht kaputt, die ist nie kaputt, nie im Leben ist die kaputt, die kann nicht kaputt gehen. Kann auch Mainboard sein, ne? Also wir müssen schauen. Das, na, Mainboard ist auch nicht so schlimm, wa? Ich meine, ich sag, den ganzen Computer neu machen. Warum denn nicht, wa? So. Kommt sowieso nachher wieder rein, die alte Festplatte wird gestartet und dann läuft das los, weil da lief es ja. Tatsächlich. Nur sobald Internet dazu kommt, die Komponente Internet und das funktioniert nicht. Und Stream läuft nun mal nur über Internet und ich weiß nicht, was ich machen soll. Soll ich mir einen zweiten Stream-Computer holen oder so? Ich meine, kann ich zur Not auch machen, aber das ist den Sinn der Sache. Ich wollte schon gerne an dem Computer, an dem ich arbeite, auch direkt hochladen können, was ja ein ganz wichtiger Faktor ist für mich. Spart mir ungefähr eine Stunde Zeit am Tag, dieses ganze Hin und Her kopieren und. So, Achtung! Wird er denn blau? Wird er blau? Ich weiß es nicht. Linkes Auge blau. Rechtes Auge blau. Und das alles wegen einer einzigen Frau. Ja. Nix wird blau. Nix wird blau, genau. Nix wird blau. Hat er kaputt gemacht. Muss er bezahlen. Er hat eine Versicherung, hat er gesagt. Das ist halt kein Problem. 5.500 Euro Cash-Kralle hat er bei.
Ist ja auch eigentlich ein Mac-Millionär. Hier macht es sich nur zum Hobby, Computer zu zerstören von ahnungslosen YouTubern. Das ist ein YouTuber-Schreck. Ich bin auf der Jagd nach YouTubern. Der Highlander der YouTuber-Welt. Ich schlage ihnen alle die Köpfe ab. Also Computer. Ja. Also wir haben ja alles schon gemacht. Ja. Hitzetest und. Warte, da ist hier Bestrahlung. Warum jetzt hier gar keine Reaktion mehr kommen möchte. Da muss immer mit Auto kommen, dann gebe ich den Computer mit, dann kannst du eine Woche lang dran rumspielen. Dann haben wir eine Woche YouTube-Pause, beziehungsweise nicht ganz, dann werde ich wahrscheinlich ganz kurze Videos machen, schneide die über mein anderes Programm und lade die hoch. Geht ja auch zur Not. Ja, das ist ja auch, ich habe ja alles, aber es liegt alles irgendwo. Zum Mikromonitor mit so ein Handy anschließen. Okay. Teil 1 habe ich schon geschnitten auf alle Fälle. Jetzt wollte ich eigentlich noch sagen, nur zur Verabschiedung. Das war wahrscheinlich für heute, weil ich glaube, wenn das hier noch, das dauert ja noch einen Moment. Ja, das war es erstmal, glaube ich. Ich glaube, ich kann keine Runde mehr hier vollbringen. Dann weiß ich nicht, ob ich heute Nacht noch den anderen Vlog schneide oder ich wollte ja eigentlich Sonntag, das ist ja eigentlich Familientag. Wollte ich noch ein bisschen jetzt. Nein, alles gut, da hinten, der muss mal weghören. Und eigentlich wollte ich heute Abend nicht mehr schneiden. Und ich wollte Vormittag eigentlich halt machen. Habe ich nicht mehr geschafft. Da kam schon der Zerstörer hier an und der Highlander. Und hat alles kaputt gemacht. Alles gut. Wollte ich mich von euch erstmal verabschieden. Extra verstanden. Also das ist auch, habe ich noch nie erlebt, dass man sich irgendwo zustimmt. Erst registrieren muss. Ja, naja, die wollen ja wissen, wo sie ihre Infos hinschicken. Infos, das ist bestimmt hier die Spionageabwehr. Ich sag dir so, wie das. Der Computer ist eigentlich so ein Ding, der ist eigentlich hier. Chuck, die Serie, hast du jetzt schon mal angefangen zu gucken? Nee. Na, pass auf, Alter, da ist nämlich der Computer drin, der spielt da die Hauptrolle. Wie nennen sie ihn? Der Intersect. Der steht da drüben bei mir, der Intersect. Haha! Intersect? Ja. Ja, doch, die müssen, sonst kriegst du gar nichts. Du musst jetzt mal aufgenommen mit denen hier irgendwo. In unserem Haus, Kingsman. Ich möchte über Neuigkeiten. Gute Nacht. Sag mal so, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao.